Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amüsi-Tablette mit eurem Crunch K.O. und einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team. Bevor ich euch so anschreie, muss ich immer so ein bisschen wegklappen, sonst hört ihr mich so endlos laut. Und zwar werden wir wieder in eine Online-Saison starten. Das letzte Spiel haben wir endlich mal, so wollte es einfach Gott, glaube ich, einfach mal gewonnen. Ja, und wir starten jetzt in eine neue Online-Partie rein. Und zwar werde ich da mit meiner spanischen Mannschaft jetzt mal wieder auftreten. Ich finde natürlich die Ligue 1, dadurch, dass sie halt auch ein halbes Sternchen weniger ist in der Bewertung, ganz, ganz gut, weil bisher hatte ich dann auch immer Gegner, die halt auch nicht volle Sternchen hatten. Und hier ist immer so die Sorge, naja, volle Bewertung, gutes Team. Da trifft man auch gegen jemanden, der mindestens genauso gut ist. Er wechselt da mal was hin und her. Ich denke, das kann man machen. Und dann spielen wir da mal los. Ich habe endlich mal geschafft, alles so ein bisschen umzustellen auf Englisch. Ich glaube aber nicht, dass es hier klappt. Oh, jetzt trete ich mal mit einer Bewertung 76. Finde ich das ein bisschen fair? Ja, nicht so, aber er wird sich was bei der Aufstellung gedacht haben. Das sind Paris Saint-Germain-Spieler, ganz viele. Und er tritt jetzt gegen mich an, sieht das und denkt sich wahrscheinlich, na, das ist immer mal wieder so, dass sich auf Deutsch umstellt, immer auch vor diesem einem Ultimate Team. Irgendwie wäre das da nicht so. Nein! Ich muss noch warm werden. Muss noch warm werden. Warum heult sich den denn da nicht um? Ach so, ich bin auch ein bisschen anders eingestellt. Ist doch nicht so leicht zu sehen, wer wer ist. Drück mich mal nicht so weg. Da rast er in mich rein. Hat David Luiz mich erstmal umgeboxt. Oh, das könnte ein bisschen weit werden. Ja, Testing ist kein Thema. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. So, jetzt gehen wir mal über die Außen mit Koke. Dürfte eigentlich kein. Es war abseits. Schade. Ich hatte erst überlegt, ob das eventuell abseits war. Dachte mir so dann, naja, vielleicht eher nicht so. Der Schiedsrichter signalisiert, Was? lasse ich nicht durchgehen. Wo hab ich ihn denn? Ach da. Also gerade, wo hab ich ihn denn umgehauen? Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. James Rodriguez. Und zack. Mit James Rodriguez. Eine Senne Ball. Ausgetanzt, rausgekommen. Da habe ich ihn, eigentlich, das sah fast wie ein Lupfer aus. Ich habe ihm aber nicht gesagt, dass er lupfen soll. Ich habe ihm einfach nur gesagt, schneid ihn an, aber das hat dann James Rodriguez schon selbst erledigt. Nein! Jetzt hat er mich schon zum zweiten Mal fast so ausgespielt. Ich habe einen Ter Stegen drin. Das macht mir gar nichts hier. Ich habe einen Ter Stegen drin. Das macht mir fast gar nichts. Wenn er denn auch wieder zurückgehen würde ins Tor. Ne, deswegen, ja, lauf mal, ganz bequem, ist kein Thema. Gucken wir mal hinterher.
genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper. Und da ist auch einer verletzt. Da hat er mich dann auch noch umgenatzt. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Was mache ich denn da? Ich habe doch ganz deutlich nach unten gespielt. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Abseits. Doch nicht. Das war aber ein ganz knappes Ding. Mit Hernandez. So, da habe ich ihn mal vom Bein geholt. Was war denn das schon wieder? Was ist denn das für ein Spiel, ey? 2-3? Und vor allen Dingen, wie ist der denn abgeblockt worden? Dann sprang der da auch noch hin und her. Boing. Und dann kann der den da auch noch reinköpfen. Nein! Ach, was war das denn für ein behinderter Ball? Ibora. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und da war mit Griezmann drin. Meine Fresse, da bin ich mal unten durchgelaufen, hab mal ein bisschen gewartet, verzögert, ihn wieder reingespielt und schon steht's 3-3. 3-3 in der 35. Minute. Als hätten wir hier irgendwie keine Lust, irgendwas anders zu machen. Nein. Und oh, voll wieder reingespielt, wieder vorgelaufen vor dem Ball. Ihn so ein bisschen, sieht man hier gleich, vorgelaufen und dann konnte ich ihn auch aus dieser Position einnetzen. Oh, nee, ne? Okay. Hauptsache aufhalten, sage ich immer, ne? Also, dass der Spieler da nicht durchkommen kann. Oh. Ah, da habe ich ihn rauslaufen lassen. So ein Scheiß.
Mist. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. James Rodriguez. Oh! Nein. Und auch den zweiten Versuch vereitelt. Und diesmal hält er ihn auch. Verdammt. Das war so die Möglichkeit zu erhöhen. Gott, was spielen wir da für ein Spiel? Ich meine, so hart. Und meiner. Ah, nicht meiner. Ja. Ja, da sind wir ineinander gehopst. Kein Problem für den Gegenspieler, so ein Geschenk nimmt er gerne an. Oh, verdammt. Ja, so ist das im modernen Fußball, da braucht man den mitspielenden Torwart. Ich finde das doch ein bisschen schwierig zu sehen, zwischenzeitlich. Oh, er steigt immer so schön hoch, ne? James Rodriguez. Mann! Verdammt! Heute rege ich mich aber auch auf, ey. Warum rege ich mich eigentlich heute so auf? Ich weiß es auch nicht. Oh, der hat sich sogar herabgesenkt. Ja, sicher. Dafür kann man natürlich auch Freistoß geben. Ja, das war jetzt nichts. Na, Testing mitgespielt, das war auch ein bisschen besser so. Boah, wie ist er denn da durchgekommen? Ja, schade. Zwei Spieler, wer kriegt ihn? Das sah eigentlich gut aus, wie sie denn das Spiel aufzuziehen versuchen. Aber der Gegner, er hat gut aufgepasst. Mollo. Ja, da habe ich natürlich durchlaufen lassen. Ist immer nicht so gut. Ja, da hat er richtig gut mitgespielt. Das nennt man dann wohl modernen Fußball. Oh, da ist noch alles. Jupp. So, mal raus damit. Mal ein bisschen das Aufbauspiel hier wieder forcieren. Mal wieder ein bisschen ausgeglichener spielen hier. Na, zu weit. Das war auch ein ebenso schwaches Zuspiel. Ach Mist, da habe ich ihn bekommen. Und dann ist er aber auch noch rangekommen.
und er hält ihn fest im Ball. Nun habe ich ihn abgeblockt. Mist. Das war nicht viel, was da gefehlt hat zum Tor. Das macht richtig Spaß. Das sind die großen Momente für jeden Torhüter. Grandios gehalten, ein Augenschmaus. Na, jetzt hat sich entweder der große Bruder herangeschaltet hier, was? Was er hier? Und Achtung, genau hingeschaut. Hier so durchsetzt. Nein! Da bin ich schon wieder dran gekommen, ne? Und jetzt geht die Post hier richtig ab. Sie wollen den Ball ins gegnerische Tor reinbrüllen. Mollo. Die verstehen sich blendend. Langer Ball auf Javier Hernandez. Oh, drin! Oh, ich habe sehr lange nicht geredet, kann das sein? So. Ach, komm schon. Ein mittelmäßiger Freistoß und gut gehalten. Ja, da kann er fast drüber lachen, so locker unter dem Pass. Juan Fran. Bühlefe. In der Mitte, da warten sie schon. Ja. Sieht der müde aus. Peter attackiert. James Rodriguez. Der könnte passen. Und der ist drin. Yes. Yes. Genau so machen wir das. Gesehen, dass er rauskommt. Und schwupps drüber gehoben. Der Torwart ein bisschen spät reagiert. Ja. Ich lasse mich doch nicht so verarschen. Da gebe ich Ihnen das noch. Das habe ich jetzt nicht richtig verteidigt. Das hat man aber auch hoffentlich gesehen. So. Das war's. 6:3. Ein guter Sieg. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass diese Pechmisere, die wir vorher hatten, dann doch zu Ende gegangen ist. Er hat sehr schnell Tor geschossen. Ich konnte auch halbwegs schnell wieder kontern. Er hat jetzt Tore geschossen am Anfang. Da war ich im Kaltstart-Modus, würde ich das jetzt mal nennen. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Auch gute Bewertungen bekommen die Mannschaft, bis auf Jordi Alba. Ja gut, das kann mal sein, aber mit Hernandez. Wir hatten auch genug Möglichkeiten noch zu wechseln. Das haben wir aber mal sein lassen. Ja, viele Fouls gegangen. Ja gut. So, dann haben wir schon mal unsere 6 Punkte. Wir haben die Liga auf jeden Fall schon mal gehalten. Es fehlen jetzt noch 4 Punkte, also mindestens ein Sieg, ein Unentschieden, um weiterzukommen. Oder 4-mal Unentschieden, wenn man es auch gerne so sehen möchte. Aber bei 5 verbleibenden Spielen sollte das eigentlich klappen. Ich bin froh, dass wir diese Bilanz von 3 Niederlagen jetzt mit 2 Siegen verschönern könnten. Und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt CrunchCow, FIFA 15 Ultimate Team. Hier bei Amüsiertablette. Bis dahin. Haut rein. Ciao.